Vor einigen Tagen hat Newmark einen brandneuen DJ-Controller angekündigt, den Newmark Mixstream Pro Plus mit Amazon Music Unlimited Anbindung, eingebauten Lautsprechern und seine Philips Hue Lampen und die Nano Leafs kann man auch noch mitsteuern. Wie das Ding aussieht, was es kann, das möchte ich mir mit euch jetzt zusammen angucken. Los geht's! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video und vor allem auch herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal für DJs. Wenn du noch neu bist und gerade erst in das DJing anfängst, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du dir den richtigen YouTube-Kanal dafür ausgesucht. Kanal abonnieren lohnt sich definitiv. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht und habe einen kompletten DJ-Einsteiger-Videokurs aufgenommen für alle, die das DJing erlernen möchten. Und diesen Videokurs gibt es aktuell noch komplett kostenlos zum Download. Wenn das was für dich ist, dann schau mal unten unter dieses Video mit runter. Dort findest du diesen Kurs. Aber lass uns zu den ganz großartigen Nachrichten kommen. Und zwar, Newmark hat vor einigen Tagen den neuen DJ-Controller angekündigt, den Mixstream Pro Plus. Ja, Mixstream Pro Plus. Weil einen Mixstream Pro, den gab es schon. Und jetzt gibt es ein Update davon, den Mixstream Pro Plus. Und der hat einige Neuerungen mit drin, die es wirklich in sich haben. Und die möchte ich mir mit dir zusammen jetzt einmal angucken. Und dafür nehme ich dich mal mit auf meinen Desktop, auf die Newmark Webseite, wo der neue Controller schon präsentiert wird. Das ist der ganz neue Controller und ich sehe ihn auch jetzt mit dir zusammen zum ersten Mal und ich sehe schon, er ist aufgebaut wie die neueren Pioneer DJ Controller. Also da ist das ein oder andere doch schon mit übernommen worden und ich sehe direkt, es handelt sich um einen Zwei-Kanal-Controller. Das heißt zwei aktive Kanäle, ein sogenannter Standalone-Controller ist das. Das heißt, du kannst ihn komplett ohne Laptop benutzen. Aber ich weiß, dass auch Serato mit unterstützt wird und auch schon Virtuell DJ. Also mit Laptop ist auch möglich, aber du kannst ihn auch komplett ohne benutzen, weil die DJ-Software direkt hier mit drauf ist und du es einfach über das Display mit steuern kannst. So, lass uns mal mit reingucken, wie der Controller aufgebaut ist, was wir hier drauf schon erkennen. So, du hast auf dem linken Deck, also das Layout ist ein ganz normales Club-Layout. Du hast das linke Deck mit dem großen Jogwheel, du hast in der Mitte die Mischpulteinheit mit dabei und natürlich auch ein integriertes Display und du hast das rechte Deck mit dabei. Dabei orientiert sich das an einem traditionalen Club-Setup oder ich sag's mal an einem Setup, wie es früher auch mit Turntables aufgestellt worden ist. So, links ein großes Jogwheel, was dir direkt ins Auge springt und oben links hast du zwei Regler mit dabei, das sind die Kopfhörerregler. Links, der linke Regler ist dafür da, um deine Kopfhörer entweder nur auf ein Deck oder auf das Master-Signal zu legen oder das natürlich auch zu mischen und der andere Knopf ist der Lautstärkeregler dafür da. Dann gibt es hier einen großen Filterknopf, der ist normalerweise bei normalen Mischpulten hier in der Mitte mit drin und zwar unter dem High-, Mid- und Low-Pass-Filter mit dabei. Hier bei dem Controller ist hier oben auf das Deck mit angebracht. Genauso auch auf der darüberliegenden Seite gibt es den großen Filterknopf hier auch mit drauf. So, oben rechts hat er eine Taste für die Speaker, also für eingebaute Lautsprecher, die sich übrigens hier im unteren Teil des DJ-Controllers befinden und die man auch als Monitor-Lautsprecher nutzen kann. Also du kannst diesen Controller nicht nur mobil benutzen, um zum Beispiel bei dir zu Hause das Mixing zu üben oder auch auf Partys aufzulegen. Nein, du kannst diesen Controller natürlich auch an große Lautsprecher anschließen, also eine große Anlage und dann diese Lautsprecher einfach als sogenannter Monitor-Lautsprecher benutzen. Wie geil ist das denn? Das finde ich richtig, richtig cool.
So, und in der Mitte sticht uns natürlich das ganz große Display ins Auge mit drin. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das Touchscreen ist. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass das der Fall ist. So, im linken Deck unten drunter haben wir links, das müsste die Sync-Taste hier mit dabei sein. Ich kann das nicht ganz genau erkennen. Und unten drunter natürlich Play Q, okay, die silberne Taste, ist die Sync-Taste mit dabei. Und du hast 4 Performance Pads, wobei es könnten auch 8 sein, wenn die kleineren oberen auch mit dazu zählen. Zumindest sind die in erster Linie dafür da, für die Cues, für die Loop-Einheit, für einen Auto-Loop oder auch für einen Roll-Effekt. Die sind schon vorgespeichert. Rechts daneben auch ein kleiner Pitch-Fader mit dabei, der ziemlich kurz ist, also klein gehalten ist auf dem Controller, aber dafür ist die Sync-Taste natürlich sehr präsent gemacht, damit man die mit nutzen kann. So, wenn wir uns die Mischpulteinheit mit angucken, dann haben wir natürlich unten den Crossfader mit dabei, wir haben die 2 Kanalfader mit dabei, wir haben eine Lautstärkeanzeige mit dabei, die Kopfhörertasten befinden sich in der Mitte dabei und du hast in der Mitte den FX-Select-Einheit mit dabei mit einem Echo, Flanger, jetzt muss ich gerade gucken, das müsste ein Delay sein. Also 4 Effekte auf jeden Fall schon mal mit drauflegen, die du mit diesen beiden großen Tasten mit steuern kannst. Und da wurde sich an den großen Profi-Controllern, wie unter anderem auch an einem Rev 7 von Pioneer natürlich ganz stark orientiert. Das ist die neue Methode, um diese Effekte noch ein wenig besser zu nutzen. Hier ist es schon mit eingebaut. Links daneben hast du den High-, Mid- und Low-Pass-Filter für den linken Kanal, dasselbe natürlich auf der rechten Einheit mit dabei. So, oben hast du noch eine Browse-Taste mit dabei, wo du durch deine Library, die auf dem Controller dann mit drauf ist, einfach durchscrollen kannst. Oder wenn du einen Laptop angeschlossen hast, kannst du mit dieser Taste natürlich auch durch den Laptop durchscrollen. Und hast links eine, wo die 1 und die 2 draufstehen, Tasten, um den Track dann in das entsprechende Deck mit reinzuladen. Was hier übrigens auch ganz groß schon präsentiert wird, ist hier unten Amazon Music Unlimited. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es ist einer der ersten Controller, die den Streaming-Dienst von Amazon mit integriert haben. Viele andere Controller haben ja schon SoundCloud mit dabei, BeatSource zum Beispiel mit dabei oder auch Tidal oder auch andere Dienste schon mit drin. Das ist mittlerweile schon Standard. Das hier ist jetzt ein Controller, der auch auf die Datenbank von Amazon Music Unlimited mit draufgreifen kann. Falls du übrigens dir das mal angucken möchtest, Amazon Music Unlimited, da gibt es immer wieder Angebote, kostenlose Testmonate. Ich habe da auch öfter mal einen Ausblick mit drauf. Ich verlinke dir mal unten in die Beschreibung das aktuellste Angebot von Amazon Music Unlimited mit rein. Das kannst du wirklich am Anfang kostenlos testen, um es auch mal auszuprobieren, ob das überhaupt was für dich ist. So, gucken wir uns den Controller mal von der Seite an. Dann haben wir hier an der Vorderseite auch die Lautsprecher, die mit über diese Kante mit drüber gehen. Also die sind nicht nur oben, die sind auch an der Vorderseite mit dabei. Dann hast du einen Kopfhöreranschluss für den dicken Stecker, für den dünnen Stecker. Genauso auch ein Mikrofonanschluss, auch mit dem dicken Stecker. Das ist ein 6,3 mm Klinkenanschluss. Plus den Lautstärkeregler für das Mikrofon, auch von Anfang an direkt hier mit dabei. Gucken wir uns dann mal die Vorderseite an, dann sehen wir direkt, dass dieser Controller wirklich für, ich sage jetzt mal, das professionelle Auflegen gemacht ist, weil er schon richtige XLR-Anschlüsse mit dabei hat. Ich erwähne das jetzt absichtlich, weil das mittlerweile bei vielen DJ-Controllern kein Standard mehr ist, kein Norm mehr ist. Deswegen freue ich mich ungemein, dass der hier auch mit dabei ist. Links sehe ich noch hier auf dem Schriftzug Numark Mixstream Pro Plus, powered by Engine DJ. Das heißt, auf dem Display, die Software, die verwendet wird, ist die Engine DJ. Wie geil ist das denn? Finde ich cool. Also, große XLR-Anschlüsse, genauso aber auch kleine Cinch-Anschlüsse. Dann haben wir etwas dabei, was aussieht wie ein SD-Karten-Slot, dass du wahrscheinlich auch eigene Tracks auf eine SD-Karte einfach mit reinladen kannst. Und du hast 2 USB-Anschlüsse mit dabei, sowie auch einen Anschluss, um deinen Controller mit anzuschließen. Rechts haben wir dann noch den Stecker für den Stromanschluss mit dabei.
So, lass uns jetzt aber mal über die Feinheiten gucken, was dieser Controller wirklich mit dabei hat. Und hier beschreibt Newmark Millionen von Tracks an ihren Fingerspitzen. Der Mixstream Pro Plus lässt sich in Amazon Music Unlimited und andere beliebte Streamingdienste integrieren und bietet dir sofortigen Zugriff auf über 100 Millionen Songs in CD-Qualität. Also das ist auch bekannt als verlustfrei oder lossless Sound. Das ist natürlich richtig geil, weil die meisten Streaming-Anbieter haben dies nicht. Tidal ist einer der Anbieter, der auch ein sogenanntes HiFi-Abonnement mit anbietet, um einfach eine noch bessere Soundqualität zu kriegen. Hier ist das auch mit möglich. Das integrierte Wi-Fi und die blitzschnelle Onboard-Song-Analyse ermöglichen es dir, stundenlang zu üben oder und aufzutreten, ohne vorher Musik besitzen oder vorbereiten zu müssen. Das ist schon krass. Also, die Seite ist in der Regel eine englische Seite. Ich habe sie jetzt, meine ich, hier von Google. Habe ich jetzt hier einfach auf Deutsch übersetzt. Das heißt, die ein oder andere Übersetzung kann wahrscheinlich ein wenig lustig mitklingen. Es steht aber hier mit dabei, ohne vorher Musik besitzen oder vorbereiten zu müssen. Ja, mit einem Streaming-Anbieter wie Amazon, Tidal oder anderen kannst du sofort mit dem DJing loslegen und hast Zugriff auf 100 Millionen Songs. Die Tracks werden beim Laden auf BPM und Tonart direkt analysiert und im internen Speicher gepuffert, um eine unterbrechungsfreie Wiedergabe auf jeder Party, jedem Auftritt oder Livestream zu gewährleisten. Das ist natürlich sehr geil und das macht die integrierte Engine DJ mit dabei. Also alleine deswegen ist das schon ein richtig geiler Controller, der alles bietet, was man letztendlich wirklich braucht. Aber es geht noch weiter, es geht wirklich noch weiter. So. Der immersive eingebaute Lautsprecher. Also der Mixstream verfügt über einen hochwertig eingebauten Lautsprechermonitore mit dedizierter Lautstärkeregelung. Diese speziell abgestimmten Treiber erzeugen einen sattenvollen Sound und sind die perfekte Lösung für gelegentliches Hören, Grillabende und Partys mit Familie und Freunden. Und jetzt pass mal auf. Für professionelle DJs sind die integrierten Lautsprecher die ultimative bequeme Lösung zum Üben, für Livestreams, für das Erstellen von Videoinhalten oder auch dem persönlichen Monitoring, wenn der Controller an ein größeres Soundsystem angeschlossen ist. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Du kannst die Lautsprecher auch als Monitorbox benutzen und bräuchtest keine zusätzlichen Lautsprecher, also keinen zusätzlichen Monitor-Lautsprecher, wenn du im Club auflegst, auf mobilen Events und so weiter. Dann hast du der Sound, der über die Hauptlautsprecher rausgeht, auch als Monitor vorne über die Lautsprecher mit drin. Wie geil ist das denn? Das finde ich richtig, richtig cool. So, es geht aber noch weiter. Und zwar, hier wird geschrieben, stell dein Smart Home in den Party-Modus. Das ist ja jetzt was für mich, ich als Smart Home-Liebhaber. Mal gucken, was das bedeutet. Der Mixstream verbindet sich drahtlos mit Philips Hue-Lampen und den Nanoleaf Smart Home Beleuchtung, sodass du deiner nächsten Party oder deinem nächsten Livestream ganz einfach dynamische Visuals hinzufügen kannst. Mit der integrierten Engine Lightning Steuerung ist die Verbindung zu einem Philips Hue Beleuchtungshub oder dem Nanoleaf System mit nur wenigen Fingertipps möglich. Sobald die Verbindung hergestellt ist, ändert die intelligente Beleuchtung sofort und automatisch Farbe und Helligkeit perfekt pünktlich zu jedem Song, der gespielt wird. Ey, wie geil ist das denn? Überleg mal. Das ist, wenn du zum Beispiel live streamst, online zum Beispiel, und du hast Philips Hue-Lampen drin oder du hast die Nanoleafs mit drin, dann brauchst du da nicht noch irgendwie was mit dazu. Die lassen sich komplett automatisch von Song zu Song unterschiedlich steuern und reagieren, damit einfach das ganze Licht auch noch harmonisch zu der Musik klingt. Das ist geil. Die beeindruckende Beleuchtungssteuerung auf dem Bildschirm bietet praktische Controller über die benutzerdefinierte Farbauswahl, das Stroboskopieren, was hat er denn da übersetzt? Stroboskopieren, gibt's das Wort überhaupt? Und mehr. Die Lichter reagieren sogar auf die Bewegung des Crossfaders, der Lautstärkeregler und des Scratchens für ein erstaunliches immersives audiovisuelles Erlebnis. Wow, das ist geil, das ist richtig, richtig geil. So, erweiterte Integration und Steuerung der Beleuchtung. Da steht sogar noch was mit dabei. Für erweiterte Beleuchtungsoptionen und Funktionen können professionelle DJs ihre Musikbibliothek mit der SoundSwitch Desktop-Software vorab analysieren, die Bibliothek auf ein USB-Laufwerk, eine SD-Karte oder in die Dropbox Cloud exportieren und die DMX-Beleuchtung über den Touchscreen vollständig steuern.
Okay, das bedeutet so viel, wenn du als DJ professionell arbeitest, wie zum Beispiel als mobiler DJ und du hast eigene Lichttechnik und möchtest die auch professionell steuern, dann ist diese Sound-Switch-Technik, die gibt es ja jetzt schon eine Zeit lang, eine Möglichkeit und die lässt sich perfekt in diesen Controller integrieren. Also ist dieser Controller nicht nur, ich sage jetzt mal, was für Einsteiger und für die, die streamen wollen, sondern auch für den ein oder anderen Mobil-DJ. Cool! Die Funktionalität macht es einfach, bei Veranstaltungen und Gigs ein professionelles Beleuchtungserlebnis zu bieten, ohne einen Laptop oder DMX-Controller mitbringen zu müssen. Wow! Alles komplett integriert, fühlt sich an, als wäre das die eierlegende Wollmilchsau. Okay, genieße die Freiheit ohne Laptop. Der Mixstream Pro verfügt über zwei USB-Eingänge und einen SD-Kartensteckplatz für externe Medienlaufwerke. Für die optimale Vielseitigkeit bei der Musikauswahl und Bibliothekspflege. Bereinige mit der Engine DJ Desktop Software schnell Wiedergabelisten von Serato, Recordbox und iTunes vor. Exportiere die auf dem USB-Laufwerk und SD-Karte. Steck die in das Laufwerk des Controllers und führe dann deine ganz eigene Show durch, ohne dass ein Laptop oder Computer erforderlich ist. Das heißt, ja, das Gerät ist ein kompletter Standalone-Controller, der alles bietet, vom Lautsprecher, über Lichtshow, über das Mixing, über Streaming und Amazon Music Unlimited ist auch noch mit drin. Boah, das ist krass. So, hier steht noch mit dabei, neben der Möglichkeit im Standalone-Modus mit Engine aufzulegen, ermöglicht der Computer-Modus des Mixstream Pro das Gerät auch als DJ-Software-Controller für zum Beispiel Serato und Virtuell DJ zu verwenden. Okay. Im Computermodus bietet der Touchscreen des Mixstream Pro praktische Controller über Bibliotheksnavigation, Songauswahl, FX-Steuerung und mehr. Das heißt, du kannst die komplette DJ-Software am Laptop ganz einfach über das Touch-Display am Controller mit steuern. Wahrscheinlich wird das nativ unterstützt und die wichtigsten Funktionen findest du dort schon mit drauf. So, als Abschluss steht noch drin, das intuitive Layout und der hochauflösende 7 Zoll Touchscreen ermöglicht es, wie nie zuvor, deine Musik durchzusuchen, zu laden und damit zu spielen. Genau, 4 integrierte Effekte, Echo, Flanger, Delay und Phaser sind perfekt auf den Beat abgestimmt, wenn du mit dem lustigen interaktiven Kippschalter ausgelöst werden. Okay, lustig und interaktiv ist jetzt bestimmt einfach nur die deutsche Google-Übersetzung davon, aber das ist der Schalter, der jetzt auch bei den professionellen Controllern mit dabei ist. So, das Scratchen mit den großen berührungsempfindlichen 6 Zoll Platten ist dank der Smart Scratch Funktion einfach, die sicherstellt, dass die Musik immer im Takt bleibt, nachdem dem Mix ein Scratch hinzugefügt wurde. Geil. Die 8 Dual-Layer Performance Pads verfügen über 4 Pad-Modi. Okay, es sind doch 8 Pads. Das heißt, die dünnen Pads, die hier unten mit dabei sind, die werden auch als eigene Tasten angesehen. Das ist natürlich cool. Es ist einfach nur ein bisschen platzsparender gemacht. Der Mixstream Pro bietet ein neues Maß an Musikzugriff, Leistungsfähigkeit und Konnektivität in einem DJ-Controller. Das alles in einem benutzerfreundlichen, intuitiven Paket, das es DJs einfach und unterhaltsam macht, sich zu verbinden, zu streamen und zu spielen. Wow, da ist sie. Die eierlegende Wollmilchsau unter den DJ-Controllern. Und da musste erst Newmark kommen, um so ein Ding auf den Markt zu bringen. Standalone-Controller, den du auch mit einem Laptop steuern kannst, ein Touch-Display mit dabei, eingebaute Lautsprecher, die du für den Sound verwenden oder als Monitoring verwenden kannst, Online-Streaming-Anbieter wie unter anderem Amazon Music Unlimited und noch weitere. Und die weiteren gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Und eine integrierte Beleuchtungssteuerung, wenn du zum Beispiel Livestream machst. Das ist deine Philips Hue-Lampen oder auch die beliebten Nano-Leafs ganz einfach komplett songtechnisch mitsteuern kann. Wie geil ist denn dieser Controller? Die Funktionen, die da schon mit dabei sind. Ich möchte mit dir jetzt nochmal in die Merkmale reingehen. Vielleicht finden wir da das ein oder andere sogar noch raus, was das Ding noch kann. Lass uns starten. Hier auf der Seite sind die Merkmale des Newmark Controllers aufgelistet, wie unter anderem integriertes WLAN für den Zugriff auf Streamingdienste wie Amazon Music Unlimited, Tidal, Beatport, BeatSource, SoundCloud Go Plus und sogar Zugriff auf deine eigene Dropbox, wo du vielleicht sogar eigene Tracks schon mit drin liegen hast. Wow, Freunde, die Zukunft ist da.
So, Engine DJ Amp Betriebssystem für Auftritte ohne Laptop. Eingebaute Lautsprecher mit Lautstärkeregelung für den Heimgebrauch zum Üben und für Monitoring-Anwendungen. So, eine Engine Lightning eingebettete Lichtsteuerung für Philips Hue und DMX-Beleuchtung. Und auch der Computermodus zur Verwendung als Software-Controller für Serato DJ und Virtual DJ. 7 Zoll Touchscreen, 6 Zoll Scratch-Räder, also das sind die Turntables, mit Touch- und Smart-Scratch-Funktion für On-Beat-Scratchen. 4 doppellagige Performance-Pads, 4 Performance-Pads-Modus auf jedem Deck und die FX-Option mit 4 Effekten und 2 Kippschaltern. Großer Filterknopf, den hatten wir ja gesehen. Pitchbend-Tasten und dedizierter Pitchbend-Schieberegler und wählbare Tonhöhenbereiche von 4, 8, 10, 20, 50 und 100%. Gut, das ist ja Standard bei einem Controller und bei jeder DJ-Software. Genauso auch dedizierte Sync, Cue, Stop und Play-Pow-Tasten, 3-Band-Equalizer, 2 USB-Eingänge, SD-Karten-Slot, XLR, Cinch, Mikrofoneingang und Kopfhörer-Ausgangsbuchsen. Das ist sehr geil. Wenn wir uns jetzt nochmal die Spezifikationen angucken, dann sehen wir, das Ding hat Gewicht. 3,68 Kilogramm. Also da steckt einiges an Technik in diesem Gerät mit drin. Und hier sind auch nochmal die Hauptausgänge, Freiheiten, Kanaltrennung. Also wenn du dich jetzt noch ein bisschen für die technischen Daten interessierst, dann drück hier mal Pause, guck hier mal in Ruhe drüber. Da findest du noch einiges mehr an Infos mit drauf. Wow. Newmark. Ich bin begeistert und ich bin ehrlich, hätte ich von Newmark so jetzt gar nicht erwartet. Ähnlich wie zum Beispiel die Firma Hercules habe ich Newmark oft immer nur so im Einstiegsbereich gesehen. Aber in letzter Zeit kommen da echt ein paar fette Dinger mit auf den Markt an Controllern und an Technik. Und der Newmark Mixstream Pro Plus ist jetzt eines davon. Mich interessiert natürlich deine Meinung. Was hältst du von diesem Controller? Wäre er was für dich, um für deine Nutzung die richtige Anwendung zu finden? Würdest du ihn für Streaming nutzen, für das mobile DJing, zu Hause zum Üben? Was hältst du davon? Und wenn du dich für den Controller interessierst, ja, ihn gibt es auch bei Thomann. Und Thomann hat immer mal wieder günstigste Angebote. Ich verlinke dir das aktuell günstigste Angebot mal unten unter dieses Video mit runter. Guck da mal drauf, da erfährst du auch, was dieser Controller aktuell auch kostet. Und damit sage ich Dankeschön fürs Einschalten und wenn du Lust hast, noch viel mehr über das DJing zu lernen, empfehle ich dir, diesen Kanal hier zu abonnieren, denn jede Woche erwarten dich 2 bis 3 brandneue Videos mit DJ-Tipps, Technik-Reviews und noch viel, viel mehr. Und wenn du ganz am Anfang vom DJing stehst, dann habe ich einen kompletten DJ-Einsteigerkurs aufgenommen, den es aktuell komplett kostenlos zum Downloaden gibt. Den findest du auch unter diesem Video mit drunter. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, der Mike.